Was haben Hollywood-Filme und Opernvorstellungen gemeinsam? In beiden werden Geschichten gezeigt, die natürlich in dem Moment nicht echt sind. Es ist geschauspielert. Was aber, wenn jemand die Realität vom Schauspiel nicht unterscheiden kann? Dieser Frage geht Rolando Villazón in seiner Inszenierung von Donizettis Oper Der Liebestrank nach, welche er an der Oper Leipzig auf die Bühne bringt. In dieser Inszenierung befinden wir uns an einem Hollywood-Filmset der 40er Jahre. Der Star des Westerns ist die schöne Adina, ihr größter Bewunderer Nemorino. Er ist unsterblich in sie verliebt, doch er ist nur ein Komparse und findet bei Adina nicht wirklich Beachtung. Im Film wird Adina von einem Banditen und dem Sergeant des Regiments umworben, letzterer hält auch prompt um ihre Hand an. Das Problem ist, dass Nemorino alles für wahr hält und so immer wieder dazwischen geht, sehr zum Missfallen des Regisseurs und dessen Filmteam. Als der Regisseur dann in die Rolle des Quacksalbers Dulcamara schlüpft, um den Bewohnern der Westernstadt seine Wundermittel zu verkaufen, sieht Nemorino seine Chance gekommen. Er bittet Dulcamara um einen Liebestrank, damit Adina endlich seine Liebe erwidert. In Wirklichkeit bekommt er Whisky, der jedoch auf seine Weise Wirkung zeigt. Kaum ist er locker und gut gelaunt, beachtet er Adina nicht mehr ununterbrochen. Die bisherige Aufmerksamkeit gewöhnt, versteht sie nun die Welt nicht mehr. Und wie im wahren Leben will Mann bzw. Frau meist das, was sie vermeintlich nicht haben kann. Es passt gut in ein Filmset einfach, weil es ist ein Make-Believe-Story, weil der Nemorino glaubt, dass diese Flasche wirklich hat etwas Magic Powers. Und Nemorino glaubt alles, was er hört. Er sieht die Welt, wie es muss sein, nicht wie es ist. Und so eine Rolle, so eine Persona, ein Mensch in dieser Welt, finde ich sehr interessant. Jemand, der denkt, ich bin in einem Western, der wirklich glaubt, dass das ist ein Haus. Und plötzlich gibt es kein Haus hinter dieser Tür. Also es passt ganz gut eine Geschichte in eine Geschichte, wo alle wissen, das ist nicht so. Und nur eine denkt es anders. Bei der Regiearbeit ist es für Rolando Villazón durchaus von Vorteil, dass er selbst Sänger ist und somit seine Vorstellungen besser an die Sänger vermitteln kann. Ich glaube, ich weiß, wie viel kann man einem Sänger sagen, nein, nein, geh weiter, du schaffst das. Aber ich glaube, ich kann spüren auch den Moment in dem Prozess, wo ich sage, lass es, das ist nicht nötig, du musst das nicht machen, weil ich verstehe jetzt, was der Sänger braucht. Am Anfang arbeite ich mit einem Schauspieler und wie viel kriege ich von dem Schauspieler, wie viel Bewegung, wie viel Choreografie, wie viel kannst du rennen, machen, ton. Und wenn der Prozess geht hin zu mehr singen, schauen wir, wie viel der musikalische Instrument, die wir sind, schafft, alle diese Bewegungen machen. Und dann findest du diese Balance. So, ich weiß auch, was ein Sänger, nicht nur ein Sänger, ist jemand auf der Bühne mag, weil ich stelle mich in den Schuhe von jeder Chor, Sängerinnen oder Sänger, in jeder Komparse, in jeder Tänzer oder Tänzerinnen und in jeder Sänger. Das, wie würde ich, wenn ich das spielte, was würde ich mich freuen, an das zu machen? Ich sehe das von jeder und dann, ich versuche das zu geben auch. Wem Lucia di Lammermoor oder Don Pasquale bereits gefallen haben, der sollte sich diese Oper Donizettis keinesfalls entgehen lassen. Musikalisch hat die Komposition sehr viel zu bieten. Neben lustigen und temporeichen Szenen gibt es auch wieder viele poetische und verträumte Momente voller Sehnsucht und Herzschmerz.